Guck mal. Junge, Junge, die ganze Nacht. Laute Musik. Es war ziemlich kühl. Jetzt wird man hier geweckt von diesem dummen Gelaber, dieser Hinterwäldler und dieser Musik. Statement? Der Musikgeschmack von Hector Panzer ist also fragwürdig. Einiger Born. Kamel? Ja? Statement zum Festival? Es ist sehr teuer. Ich habe gerade 4 Euro für die Dusche bezahlt und Alter, guckst du mal auf die Uhr, kommst du raus, es ist Festival und du pennst ja noch in deinem kleinen japanischen Zelt. Ja, gummo. Wisst ihr, das T-Shirt, was ich anhab, war das allererste Fund Angels T-Shirt, was auf den Markt kam. Ich wasche meine Wäsche immer mit 40 Grad, 1000 Umdrehungen, eine Stunde lang und krempel das halt um, damit man den Druck schont. Guckt euch das mal an. Wie sieht denn das bei dir aus? Ich glaube, es liegt an mir. Keine Ahnung, was damit passiert ist. Das ist gut, denn so muss ein T-Shirt aussehen. Weil das heißt, du hast es oft getragen. Das stimmt. Ja, ich habe Merch, das ist mein tägliches Obst geworden. Ich trage nur noch Merch, kaufe mehr Merch, schicke mehr Fanpost und weniger Merch. Junge, ist das eklig. Na, Junge. Link zu dem Gerät in der Beschreibung. Das ist die neue Feuersahne. Hey, das Eis in der Kühlbox ist komplett geschmolzen. Jetzt wird geäxt, du Schwein! Kauf mehr Bruxler! Bruxler! Alter, du bist ein Dreckwurstler! Aber ich würde gerne den Schwanz lutschen. Hey, das ist einfach nur wunderschön. Das ist nie ein Trockner, da steht da drauf. Nie ein Trockner, oh nee! Ich hab gar keinen Trockner. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Vielen Mastern für die Sonnenblumenkerne XXL. Ringer! Arnos! Vielen Dank für das Frühstück. Immer gern. Ich bin der Letzte, der essen darf. Das Letzte, das ist so schön. Aber das ist nicht meine, das habe ich einfach nur gemacht für jemand anders. Schick. So, wir gehen jetzt hier ganz legitim über den Zeltplatz und erkunden mal alles. Selbstschutz ist garantiert. Ja, wir laufen jetzt über den Zeltplatz. Und guck mal, film mal diese Menschen da. Mach Stick! Dann legst du auf. Ey, das feinste Kleine. Vielen Gonzales. Ja, vielen Dank. Aus damit, du Schwein. Ich will, dass du alles kriegst. Alles. Ja. Mach die, wo kann ich sie reinstecken? Vielen Gonzales. Bitte noch volle Dosen mit dem Schänder. Oh Junge, vielen Anus. Ja, mir wurde gerade ein Flaschenverschluss mit einem Deckel präsentiert. Das ist das Innovativste, was ich jemals gesehen habe. Schlecht? Könnte man gut gebrauchen, sowas. Also ich muss sagen, mittlerweile ist die Lage sehr, sehr angenehm geworden. Danke für das ganze Freibier. Also ich musste mir hier noch nicht ein einziges Bier erwerben. Das ist wunderschön. Gestern war sehr anstrengend zur Ankunft, aber jetzt ist einfach nur ein Traum. Ich kann es auch gar nicht trinken. Ich bin schon komplett dicht. Ohne Scheiß. Der Stuhl wurde mir so auf den Sack gehen. Ich habe gerade versucht, eine Dose aufzustechen. Das Ganze ist sehr stark fehlgeschlagen. Ulm, guckt euch das an. Wie bitte? Da gibt's Kork. Was zum Teufel, Alter? Da ist nichts mehr drin, Alter. Das hat einfach nur geknallt, Alter. Steht mit zu den Schließfächern? Das hat mein Ladekabel zerbrochen. Oh nein. Scheiße. Passt nicht rein, oh Mann. Oh nee! Jetzt ist mein Ladekabel kaputt. Scheiße! Was für ein Anschluss ist denn das? Das sind neue, oder? Ja. Scheiße, den hab ich nie mit. Oh. Ja, man musste immer alles filmen. Der wabbelwackelarmige Windhosenkamerad! Der wabbelwackelarmige Windhosenkamerad! Der Family! Mir wurde das so gerecht leider entzogen, aber ab und zu treffe ich mich trotzdem mit meinem Sohn und gebe ihm mal sowas hier aus. Schmeckt's, mein Kleiner? Diese Schicht hier ist kein Eis, sondern Sperma. So, ich habe jetzt wirklich von insgesamt 6 Leuten die Getränke gesneakt und in mich hineingeschüttet. Dieser Mann bietet Ravioli an. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf den einen Pool hinweisen. Die sind mit Pfeffi und Bier.
Alter. Statement zum Tag? Das ist sehr mager. Der Stuhl ist kaputt. Der war schon kaputt. Ich habe versucht ihn zu reparieren, aber es hat nichts gebracht. 100 Kilo waren wohl zu viel. Ja, was willst du denn jetzt wissen? So, jetzt gönnen wir uns erstmal eine Pizza. Elias, Statement zum Affiliate-Programm. Ja, dann geh mal bitte ins Kino, Berlin oder so. Und dann nach Gossauer. Dann wird sehr viel geklärt. Schmeckt die Pizza? Ist viel zu heiß schon wieder. Wie bitte? Bei den Ranzweibern vergeht mir der Geschmack. Was ist mit dir? Ich bin auf Diät. Junge, Junge, vielen Dank für den Bierbeiner. Das ist ein sehr seltenes Tier, was entsteht durch übermäßigen Konsum. Statement zur Sachlage? Ich bin der Konsum. Statement zur Sachlage? Das Tier war tot. Statement zur Sachlage? Statement zur Inkognito-Lage? Ich hab echt Angst, dass es gleich regnet. Jawoll! Ringer! Nass! Eins! Obelle Pokal! Denn wir haben keine Wahl! Obelle Pokal! So! Geil! Superfahrer, Crazy! Jawohl. Vielen Dank für die Mahlzeit. Statement? Nein, ich bin noch nicht einmal. Man könnte sagen, sie sind Zwangsverlier. Doch ich tue nicht, was sowas sagt, ich das interessiert. Früher kaufte ich die Plätze noch einzeln. 50-50 lässt mich ein. Sonst hat sie keine Beinruf. Wenn ich stark auf mich voll, der sind voll mit viel schneller als du. Ich habe so gewollt, man hatte meine Wahl. Drogen war krank, einmal Kinderzimmer. Kopf durch die Wand, so wie sie dann. Und in deinem Hals hat die Klinge gerannt. Sie hat mein Freund mal fest. Hab nur ganz gut geachtet. Die schlafen rufen, haben noch keine Zeit. Ich flieg sie, die haben so 187 Okay, wir sind im Osten an der polnischen Grenze. Ich weiß ganz genau, dass sie nur 9mm einstecken haben. Wo sind die 9 in der Luft? Und vielleicht habt ihr sogar 2 9mm. Danke für die Flasche auf jeden Fall. Sie fallen, Jesus ist das Recht, was du willst. Und dann soll ich...
Junge, Junge, Statement. Vollkommen weg. Das ist der Lifestyle, Alter. Easy. Ja. Ist es hell genug? Ja, geh weg. Hector Panzer. Alter. Ist das ein Name? Heizkörper gepennt oder was? Jawohl. Ey, der Superfahrer hat sich massiv gegönnt. Geil. Hector? Ja, ey, bist du es wirklich? Ey, halt's Maul, Alter, Junge. Ich schepper dich schon den gesamten Campingplatz und dieser scheiß Kamera hier auch noch. Du musst doch dein mageres Bier holen. Es gibt aber ein verdammtes Statement. Ich enthalte mich. Bitte filme mich nicht ins Gesicht, das ist eine Straftat. Unsere Musik wird die ganze Zeit gepumpt und ich habe keine Stimme mehr. Statement dazu, dass wir jetzt im Auto schlafen? Naja, jedenfalls, die Nacht soll es regnen und das Zelt ist jetzt schon nass. Die Nacht ist vorbei. Merkst du was, Alter? Es ist um 7 gleich. Ach so. Meine Fresse, jetzt mach das Ding aus. Ich schlafe. Weißt du, was mein Opa immer gesagt hat? Bruder vor Luder. Na, dann geh ich raus jetzt, oder? Nee, falsch verstehen. Alter, fick dich, Alter. So, es ist 5.55 Uhr. 4.44 Uhr. Und wir wurden mehrmals belästigt. Von den Leuten um uns herum. Nochmal! Los! Ich wäre hier Tag und Nacht von irgendwelchen Hurensöhnen belästigt. Ich muss einfach mal zurückkommen.